Hallo zusammen. Das heutige Video hat eine etwas andere Form. Ich versuche mich mal wieder in einem Vlog-Style-Video. Der eigentliche Plan ist eine Erklärung, wie man die Channels ideal einstellt bei der Taranis und auch bei anderen Fernbedienungen. Und ich meine jetzt nicht, welche Channel welche Nummer hat, sondern das mit den Zahlen 1000, 1500 und 2000 in den meisten Fällen. Ich merke, dass das immer wieder zu Verwirrung führt. Aber ich kombiniere das Ganze mit dem ersten Frühlingsfliegen, auch wenn es schon wieder grau ist. Ich kann die Maidens immer noch nicht durchführen, denn das Wetter ist einfach scheiße, um das deutsch zu sagen. Ja, nun bin ich gestärkt oder bereit, mich zu stärken. Meinem traditionellen Kaffee von der traditionellen Tanke geht es hoffentlich bald los. Zuerst mit Fliegen. Und danach mit dem technischen Teil. Bis gleich. Das Fliegen ist jetzt vorüber. Durchzogen. Ich merke, dass ich Winter hatte und nicht ganz so viel geflogen bin, wie ich das vielleicht hätte tun können, sollen und wollen. Vielen Dank noch einmal an das Wetter. Es geht jetzt weiter mit dem technischen Teil, wie dass wir die Taranis richtig einstellen, damit der Kopter möglichst nicht dumm rumdriftet, wenn wir zum Beispiel im Engel-Mode sind. Das wirkt sich auch da aus, ist vielen Leuten nicht direkt bewusst. Bis gleich in der Werkstatt. Boop. Wie vorhin schon erwähnt, geht es darum, wie die Signale zum Quadcopter richtig geschickt werden oder auch zu allen anderen Modellen. Das funktioniert traditionell mit Pulsen in Millisekunden.
Das ist auch heute noch ähnlich, auch wenn die Übertragung möglicherweise digital und bidirektional stattfindet, werden die Signale, die verwendet werden in der Fernbedienung, immer noch analog kreiert und dann digitalisiert und hochgeladen. Deswegen ist es auch in der heutigen Zeit immer noch korrekt, um was das es hier geht. Nun ist es so, wenn ich hier connecte zum Quad und auf den Empfänger gehe, habe ich jetzt absichtlich mal mein Roll wieder zurückgestellt. Ich habe das schon eingestellt. Wenn wir den jetzt kurz angucken, sehen wir, dass wenn ich den Roll nach links bringe, ganz geht er auf 988 anstatt 1000 und auf 2011 anstatt 2000. Es gibt die Möglichkeit, dies in Betaflight über CLI-Kommandos direkt einzustellen. Da muss man an der Fernbedienung nichts einstellen. Ich ziehe aber die Möglichkeit vor, das an der Fernbedienung zu tun, aus dem einfachen Grund, wenn ich mehrere Modelle auf dasselbe Profil binde in der Taranis, was ich eigentlich immer mache, dann muss ich das nur einmal einstellen, denn die Zahlen an der Fernbedienung, die verändern sich nicht. Diese Inkonsistenz entsteht in der Fernbedienung und nicht bei der Übertragung, auch nicht im Empfänger oder im Flight Controller. Und somit, wenn man die Fernbedienung einmal richtig eingestellt hat, klappt das auch für alle anderen Quads. Es kann sehr gut sein, dass der Midpoint nicht bei 1500 ist. Bei mir ist es jetzt glücklicherweise so, aber das muss nicht unbedingt sein. Das kann auch 1480 oder 1520 sein. Sagen wir das nicht allzu stark von den Zahlen 1000, 1500 und 2000 wegdriftet, ist das alles ganz okay und auch normal. Und um das jetzt richtig einzustellen, bin ich hier auf der Taranis schon einmal, wenn wir zurückgehen, ins Menü. Bei der X7 sind vielleicht die Menüeinträge ein bisschen anders. Das spielt aber keine Rolle. Der Name ist derselbe. Auch bei der Horus wird dasselbe sein, wird einfach ein bisschen anders aussehen. Übrigens betrifft das nicht nur Taranis Fernbedienung, das betrifft jegliche Fernbedienung. Jetzt sehen wir hier bei Outputs ist das. Das ist jetzt hier die Seite 6. Auf dem Roll Channel ist standardmäßig minus 100 und plus 100, das ist, sind die Endpoints. Und das sind jetzt die, die nicht stimmen. Wenn jetzt in der Mitte vielleicht nicht 1500, sondern 1480 wäre, müsste man einfach hier rein. Und beim Subtrim hier das verstellen. Wenn ich jetzt hier runtergehe, werden wir sehen, dass das da auch beim Roll in der Mitte runtergeht. Jetzt gehe ich da wieder auf 0, damit die Mitte 1500 ist. Und jetzt passe ich erstmal den Min an. Dafür gehe ich da rein, gehe ganz nach links und jetzt sehe ich, okay, 988 ist zu wenig. Jetzt gehe ich da hoch, bis ich bei 1000 bin. Ja, wunderbar. Und dasselbe bei Max. Wenn die Endpoints ein Punkt daneben sind, was sehr oft der Fall ist, dann ist das gar kein Problem. Das ist normal. Das ganz genau auf die Zahl zu bringen, ist relativ schwierig. Das Wichtigste ist, der Midpoint passend zu haben. Hier sehen wir jetzt direkt, dass ich nur zwischen 1999 und 2001 wählen kann. Das spielt nicht wirklich eine Rolle. Das wird nie jemand merken, dass es nicht genau 2000 ist. Aber wenn der Midpoint nicht wirklich auf 0 ist, dann hat das zur Auswirkung, jetzt hier sieht man, der Quad liegt schön flach und bewegt sich nicht. Aber was sehr oft der Fall ist, dass zum Beispiel ja immer ein, zwei Punkte daneben ist und dann kriegt der Copter einen leichten, feinen Dreh oder in irgendeine andere Richtung und das merkt man erst gar nicht. Und dann beim Fliegen, primär auch im Acro oder Horizon Mode, gerade was für Anfänger viel verwendet wird, ist es dann ziemlich hart. Der driftet und Sie wissen nicht warum, es ist relativ schwierig. Das ist meistens der Grund dafür. Hier vielleicht noch eine letzte Anmerkung. Andere Flight Controller machen das anders, also andere Flight Controller Softwares machen das anders, zum Beispiel RaceFlight und auch bei den Black Sheep Wing Layers zum Beispiel kann man die Fernbedienung kalibrieren, also dann heißt es, geht zum Minimum und zum Maximum des Sticks und das macht nichts anderes als diese Zahl lesen. Es gibt aber da ein
theoretisches Problem, wenn die Zahlen zu stark daneben sind, dann kann das theoretisch zu Problemen führen. Ich weiß nicht, ob das schon mal passiert ist, aber es ist möglich. Denn wenn wir jetzt in den Expertenmodus gehen und schauen, wie der Failsafe konfiguriert ist, sehen wir hier nämlich beim Failsafe die minimale und die maximale Länge. Wenn diese Pulslängen unter- oder überschritten werden, dann geht der in den Failsafe. Und dass das sicher nicht passieren kann, finde ich immer noch die angenehmste Art und Weise, das einfach einzustellen bei der Terranis. Einmal pro Profil, die Zahlen sind zwischen den Profilen theoretisch dieselben und dann hat man nicht mehr diese Probleme. Ich hoffe, dieses Video hat euch geholfen und weitergebracht und hilft euch vielleicht in der Zukunft Probleme zu vermeiden und schön zu hoffen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn ihr Fragen oder Probleme habt, wie immer, gerne in die Kommentare unten. Ich helfe euch gerne, das klar zu machen und einzustellen. Hey, vielen Dank fürs Schauen dieses Videos und falls es dir zugesagt hat, findest du hier weitere. Es hilft meinem Kanal sehr, wenn du ihn abonnierst und meine Videos kommentierst, likest und teilst. Und falls du über meine neuen Videos informiert werden willst, kannst du die Benachrichtigungen mit Klicken der Glocke aktivieren. Merci vielmals, ciao zusammen.